Ich möchte auf einem der Schiffe der Händlerlinge nach Westen fahren, würde gerne eine Liste der erwarteten Anlegehäfen einsehen. Wäre das möglich? Meine Geschäfte gehen euch einen feuchten Kehricht an, Tagelöhner. Wenn ihr es wissen solltet, hätte euch eure Vorgesetzten informiert, da bin ich sicher. Also lasst mich vorbei, bevor ich hier einen Aufstand mache. Ich bin hier, um meine Schulden mit der Händlerliga zu begleichen. Schulden welcher Art? Ich habe für meinen Sohn eine Reise nach Tiefwasser gebucht und noch nicht bezahlt. Tee und Gewürze erworben in Karatur. Während des Spiels auf dem Yamagi Nashke habe ich große Schulden angehäuft. Ein reisendes Mitglied der Liga war so nett, meine Rechnung zu begleichen. Nur Narren würden Geld von einem Spieler verleihen und ich versichere euch, unsere Mitglieder sind keine Narren. Wachen, helft mir, diesen Schwindler zu verhaften. Okay. Es soll eine Möglichkeit geben, das friedlich zu lösen. Ich will mal sehen, ob ich diese Möglichkeit finde. Also ich weiß auf jeden Fall, dass... Geht zur Seite, Bürger! Also ich weiß auf jeden Fall, dass das obere... Ich möchte ein Schiff buchen. Genau, das sagt er. Vergeudet nicht eure Zeit. Es wird nirgends angelegt während der Überquerung des Meeres ohne Spuren. Nur bei den zerklüfteten Mondscheininseln. Männer auf die Eindringlinge. Genau, da werden die auch alle aggressiv. Beinahe unter meiner Würde. Geht zur Seite, Bürger! Also ja. Ich möchte meine Schulden begleichen. Tee und Gewürze erworben in Kartara. Wie ihr wollt, ich rate euch, eure Geschäfte schnell zu erledigen, denn für euren Turmfall habe ich wenig Geduld. Ah ja, man kann es auch friedlich lösen. Soweit ich nämlich weiß, geben die Jungs hier nicht sonderlich viel Erfahrungspunkte, also rentiert sich es fast gar nicht, die zu töten. Ich werfe euch den Hain zum Fraß vor, wenn ihr meine Geduld auf die Probe stellen wollt. Captain Tula Kiris. Ah, ich bin fast bereit für die Meere und verstört mich jetzt. Seid gegrüßt, Captain. Ich bin geschickt worden, um zu sehen, ob ihr noch etwas braucht, bevor ihr die Segel ist. Na, die neuen Matrosen, die ihr angehört habt, mein Herr. Und was mich betrifft, ich kann auch ganz gut kochen. Entschuldigt mich, mein Herr, könnt ihr mir zeigen, wo die Seekarten sind, damit ich sie mir näher ansehen kann? Nein, wenn wir hier das erste nehmen, dann sagt er, ah, hier gehört also zur Liga. Ein Krug des stärksten Gebäudes dieser Stadt wäre ein angemessenes Absichtsgeschenk. Wenn ihr so nett wärt, der alte Detranion, braucht einen Trank, der schon die richtige Wirkung haben wird. Ihr findet den alten Knacker in der errötenden Nixe. Also ja, wir können dem Captain jetzt den Fussel besorgen. Oder wir könnten ihn auch umbringen, ganz einfach. Aber Talisa versucht es immer diplomatisch. Ich habe zwar die Seekarten gefunden, aber ich muss erst Captain Kires besänftigen, bevor ich mich richtig umsehen kann. Er will irgendwelchen Fussel von jemandem namens Detranion, den man in der errötenden Nixe im Baldur's Tor finden kann. Gut. Jupp. Hier lang nämlich. Und dann wieder hier zurück. In die errötende Nixe. Beinahe unter meiner Würde. Und du siehst aus wie jemand. Oh, da ist immer noch Yvain mit dem, der die Geschichte erzählt. Also, Captain Kiers sitzt bei die Segel, wie ich höre. Ja, aber bevor er das tut, möchte er eine Flasche von einem stärksten Gebräu. Mein stärkstes Gebräu soll es sein? Hm. Er bittet immer um mehr, aber dann bedankt er sich nie für was er hatte. Seine Mannschaft schüttete ein paar Dutzend Fässer von diesem Gebräu ihre Kehlen hinunter und ich habe noch keine einzige Münze dafür gesehen. Wie viel schuldet er euch? 900 Goldmünzen, dem neuesten Stand zufolge. Autsch. Wenn euch das Angebot nicht stört, gebe ich euch einen Kuh von meinem feinsten Gebräu, wenn ihr selbst wert, seine Schulden zu begleichen. Ich soll euch 900 Goldmünzen für eine Flasche Brackwasser bezahlen? Das sind gepfefferte Preise, meint ihr nicht? Ihr habt recht, es war Wahnsinn, auch nur zu fragen. Vielleicht kann ich noch die Händlerliga überzeugen, sie zu begleichen. Ihr habt so viel Vertrauen in die Liga, mein Freund. Ihr erlaubt mir, die 900 Goldmünzen, die der Kapitän euch schuldet, zu zahlen. Vergessen wir die Sache damit. Euch schickt der Himmel. Erlaubt mir, euch zum Dank einen Krug von Deteons Balor Ale zu überreichen. Ich braue ihn im Naken Pfeffer aus Kaimsan. Und ihm um ihm den gewissen Pfiff zu verleihen. Ja, okay. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch.
Wollt ihr eine Geschichte hören? Die kennen wir ja eigentlich schon. Es geht um Scar, gerade Pfützen. Ja, das kennen wir eigentlich schon. Okay. Das hatten wir eigentlich schon alles. Gut. Beinahe unter meiner Würde. Hey, Husam, warum bist du wieder hier? Wie ist es euch ergangen? Wir haben beide getötet. Gut. Habt ihr etwas an ihren Leichen gefunden? Nein. Ihr solltet sie gründlich durchsuchen. Vielleicht findet ihr was Interessantes. Geht schnell wieder nach unten. Wir haben nicht viel Zeit. Na okay, das können wir dann wohl nicht mehr abschließen, wenn es dafür überhaupt Erfahrungspunkte gegeben hätte. So, jedenfalls haben wir jetzt den Fusel. Ich habe eine Flasche mit fragwürdigen Füßen für Kiers gekauft. Aber es hat mich 900 Goldstücke gekostet, seine Rechnung zu bezahlen. Er sollte sich jetzt lieber bereitwillig zeigen, wenn ich zu ihm zurückgehe. Ja. Beinahe unter meiner Würde. Sonst hätten wir doch die Masche nehmen sollen, alle zu töten. Aber das machen wir mit dem Charakter lieber nicht. Beinahe unter meiner Würde. Was? Die sind übrigens ziemlich leicht bekleidet, die Besatzungsmitglieder hier. Hey Kollege, es bringt Unglück, einen Fremden auf seinem Schiff herumstochen zu haben, bevor wir die Segel lesen. Ich nehme an, ihr habt die Erlaubnis des Kapitäns? Naja, das hier ist eigentlich gar kein Schiff. So, Captain Saufbold. Nichts leichter als das. Dieser dreckige Halunke. Ah, die See. Die See, sie ruft mich. Ah, hier ist das gute Gebräu, das einem ein Stechen in die Augen bringt. Detranions Old Balor Ale. Auf das Wohl der Händlerliga, für all eure guten Taten. Ein Hoch auf die Händlerliga. Ah, das tut gut. Seid so freundlich und haltet mal diese Seekarten für mich. Ich fühle mich ein bisschen benebelt. Okay, schnell weg hier. Nichts leichter als das. Wir haben nämlich jetzt Seekarten. Die Seekarten, die ihr von der Händlerliga für Menders erworben habt. Ja. Wobei erworben das falsche Wort wohl ist. Nichts leichter als das. So, wir können zurück nach Ulgord's Beard. Nichts leichter als das. Auch wenn es schon Nacht ist. Wir sollten auf jeden Fall jetzt mal rasten. Falls wir das noch nicht haben, haben wir noch nicht. Was? Nichts leichter als das. Okay, und dann bei Tagesanbruch reden wir mit Menders. Nichts leichter als das. Ich hoffe, das geht so, dass wir nicht alle wieder aufeinander rücken müssen. Ja, einmal königlich. Genau, danke. Und damit hat auch schon die Musik nachgelassen. Beinahe unter meiner Würde. So, Menders ist hier. Sein Haus gewesen. Oh Gott, Speed ist, wie man sieht, nicht groß. Hier sind zwei Hütten. Hier ist noch eine dritte Hütte. Hier ist das Gasthaus. Und hier ist dieser komische Tempel. Und halt Menders Hütte, die Fischerhütte. Und der Leuchtturm, der nicht geht. Währenddessen gucken wir mal kurz. Inventare sind alle leer soweit. Bis auf die Yahiras, das vollgestopft ist mit Tränken. Und Verwundbarkeitstrank übrigens. Der macht 0 und Rettungswürfe hoch. Naja, den geben wir halt einfach mal Talisa und Kali zu saufen. Später, wenn es mal sein muss. Da sind die beiden Tränke auch weg. Die Spiegelaugentränke können wir bald aufbrauchen. Und ansonsten Magiewiderstand, Magieabwehrtrank. Ja, die brauchen wir später noch. Die Feuerballtränke, die könnt ihr mal wegwerfen, in Anführungszeichen. So, jetzt aber erst einmal Menders. Wunderbar, Freunde. Ich sofort kopieren die Karte. Wenn ihr seid bereit, ich miete Boot für eure Reise. Hier ist Geld, das ich euch schulden. 2000 Goldstücke. Ich bin bereit. Wo ist das Boot? Ich besorge Boot hier im Hafen von Kurzbiert. Dort, wir werden uns dann treffen. Wir haben uns einverstanden erklärt, für Menders über das Meer ohne Spuren zu segeln und ihm das Logbuch von Baldurans letzte Reise zu bringen. Menders wird ein Boot mieten und sich mit uns im Hafen von Ulgurtsbeard treffen. Ja, oh, wie man sehen kann, haben wir schon wieder so viele Erfahrungspunkte gemacht.
Jetzt brauchen wir nur noch knapp 20.000 Erfahrungspunkte fürs Max-Level. Khalid steht kurz vor seinem Max-Level. Vince braucht noch eine Weile und den Rest hatten wir ja schon. Und ich glaube, für beinahe unter meiner Würde. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Ich glaube, für Yahira gibt es wirklich nur noch ein Kämpfer-Upgrade. Level-Up. So, wo ist Mendas jetzt? Ich muss mit euch sprechen. Bitte hört mir zu. Alles bereit, Freunde. Ich fürs Boot zahle und gebe euch Kopie von Seekarte. Ich habe Boot gekauft, Wasser und Essen für diese Reise ist auch da. Es ist alles bereit. Startet ihr jetzt? Na, lass uns sofort aufbrechen. Ausgezeichnet, meine Herren. Mögen euch Götter schnell Reise bescheren. Ich werde warten, Junge Gutsbeard, auf eure Rückkehr. Gute Reise. Ja, ich hoffe mal, man konnte den englischen Text, der gerade gesprochen wurde, er ist ziemlich leise, muss ich zugeben, hören. Für den Fall, dass nicht, werde ich jetzt nochmal selber vorlesen am besten, auch wenn das ein ziemlich langer Text ist. Also klicke ich mal auf Wiederholen.